Ich weiß, es kommt schon wieder ein Haul-Video, aber ich war Klamotten shoppen und auch ein bisschen andere Sachen, aber die will ich in ein extra Video packen, weil ich will mir ganz speziell Sachen jetzt kaufen, weil ich unbedingt Februar, März mir ein Kaufverbot setzen wollte, weil ich echt übertrieben habe. Sehr übertrieben. Hab's in den letzten Videos ja gesehen. Ja, und deswegen will ich auch demnächst mal komplett aussortieren. Das heißt, ich räume wieder alles aus meinem Schrank raus, gucke, was ich wirklich verwende oder was nicht. Ich war zu Weihnachten sehr brav und habe ganz viel zu Weihnachten verschenkt an Sachen, die ich doppelt hatte oder die ich einfach nicht benutzen will. War ich urbrav, auch Handcremes habe ich verschenkt. Also ich bin so stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Ja, und ich will das weiterhin machen, weil jetzt kommen die ganzen Geburtstage. Und da will ich das dann auch weiterhin machen. Ja. So, ich zeige euch jetzt mal meine Sachen, die ich geshoppt habe. Ich war nämlich Klamotten shoppen, ziemlich böse. Beim Orsi eigentlich fast nur, kann man sagen. Ja, eigentlich nur beim Orsi. Da war nämlich, 3 Tage lang war das, war glaube ich nach Weihnachten, war -40% auf alles. Also könnt ihr euch ja vorstellen, dass ich dementsprechend ein bisschen ausgetickt bin, ne? Aber okay, fangen wir auch gleich einmal an. Ich habe mir ein schwarzes, langes Kleid gekauft, was ich nämlich auch in der Arbeit anziehen könnte. Deswegen habe ich es mir genommen. Vielleicht ziehe ich das auch demnächst an. Ich habe nämlich auch das, was ich mir eigentlich vom Primark für die Arbeit gekauft habe, habe ich auch zu Silvester angehabt. Ja. Mit einer Leggings. So, das habe ich mir... Achso, ich sage euch auch gleich die Preise dazu, weil ihr fragt es auch immer. Das hat halt regulär 29,99 kostet, aber es war ja dann auf den gesamten Einkauf nicht vergessen. -40%. Ich weiß, ich habe nämlich ziemlich viel Geld ausgegeben an dem Tag. Als nächstes habe ich mir eine schwarze Hose gekauft. Da bin ich mir noch nicht sicher, die hat nämlich auch 29,99 kostet, ob ich die jetzt für die Arbeit nehme oder privat. Die schaut nämlich eher wie... Jetzt nicht so wie eine Jogger aus, unten nicht, oben schon, wegen diesen Schnüren, aber unten eher nicht. Ich glaube, ich habe die auch auf irgendeinem Foto an, zeige ich euch dann. Ich habe nämlich leider zu wenig Tragebilder gemacht, weil ich ja auch eigentlich diese Fashion-Videos machen soll, aber ich fühle mich halt in meinem Körper ein bisschen unwohl und deswegen will ich halt keine Videos drüber machen. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Vielleicht. Dann habe ich eine Lederjacke mir gekauft in Lila. Ich hoffe, sie kommt in der Kamera so rüber, wie sie eigentlich ist. Jetzt gerade nicht, aber vielleicht ja doch. Das ist so ein richtig schönes Dunkellila. Die hat auch 30 Euro gekostet und ich fand die mega schön. Ist ein bisschen kürzer, aber ich fand die mit dem schwarzen Kleid zum Beispiel als Kombi oder mit dem anderen Gewand, was ich dann probiert habe, war das auch mega schön. Dann habe ich mir einen kuscheligen, flauschigen Schal gekauft. Der hat, wo ist der Preis? Der war sogar reduziert um 11 Euro und da waren dann auch noch -40% drauf. Das ist so ein schöner, karierter mit beige, grau und zitronengelb. Da könnt, also in der Kamera, ich hoffe, das kommt so rüber, wie es sein soll. Ich finde den so mega schön und der ist so schön kuschelig. Ich liebe das. Ich habe mir auch ein bisschen Schmuck auch gekauft, nur weiß ich gerade nicht. Ah, da ist er. Ich habe mir, den zeige ich euch am Schluss. So, ich mache mal zuerst die Klamotten weiter. Weil zu dem Oberteil habe ich nämlich ein Tragebild für euch. Das war relativ teuer, das hat 40 Euro gekostet. Ich fand das so schön, so für Schulungen oder so, wenn es mal irgendwann wieder möglich wäre. Fand ich das so mega schön. Es hat halt da so ein bisschen Make-up-Flecke, da beim Kragen, also nicht beim Kragen, sondern hier. Und die Verkäuferin hat gesagt, wenn ich es nicht rauskriege, kann ich es wieder zurückbringen. Was ich schade finden würde, weil ich liebe dieses Oberteil. Ich habe da auch ein Tragebild. Ich glaube, da habe ich auch die schwarze Hose angehabt, die ich euch vorher gezeigt habe. Ich bin mega verliebt in dieses Oberteil und ich würde es schade finden, wenn ich das nicht rauskriege. Aber mal gucken. Dann, was haben wir hier? Wenn das so schwarz ist, erkenne ich das nicht. Ah ja, das ist ein Pullover. In schwarz, der was da... Ich hoffe, man kann das so ein bisschen erkennen, wenn man so zeigt, ist das ein bisschen schwer. Da hat er so einen richtigen, riesengroßen Rollkragen, aber den kann man so richtig über die Schultern legen. In den habe ich mich mega verliebt und ich wollte den unbedingt haben. Ich sehe gerade aber das Preisding nicht. Da ist es. Der hat 26 Euro gekostet. Aber wie gesagt, ich habe dann auf den gesamten Einkauf -40% bekommen. Deswegen habe ich ein bisschen zugeschlagen und ich sollte wieder Klamotten aussortieren. Besonders, wo ich jetzt so viel dazu gekauft habe. Dann habe ich mir ein petrolfarbenes Kleid gekauft. Das ist ein bisschen heller
Also jetzt gerade ist es ein bisschen dünkler. Ich hoffe, das kommt dann in der Kamera richtig rüber. Das ist ziemlich lang und hat hier so einen Ausschnitt beim Bein. Aber ich finde das mega schön. Ich habe mich richtig verliebt in dieses Kleid. Das hat auch 36 Euro gekostet. Also ich habe da ziemlich viel Kohle ausgegeben, wie ihr seht. Einen roten Pullover habe ich mir auch wieder gekauft. Wer hätte das gedacht? Der war aber reduziert. Der hätte seinen passenden Rock dazu gemacht. Mir hat, da gab es leider meine Größe nicht. Der war um 20 Euro reduziert. Sieht so aus. Ich finde den auch mega schön. Dann ist mir gerade ein Oberteil. Ah, nein, Blödsinn, mein Sport-BH ist mir stiften gegangen. Auf den freue ich mich auch schon. Der war auch reduziert um 18 Euro. Hätte vorher 30 gekostet und sieht so aus. Das ist vorne. Finde den aber mega schön. Ich hoffe, dass... Nein, das ist hinten. Das ist vorne, oder? Ich habe gerade technische Schwierigkeiten. Ich habe den probiert, auch richtig rum angehabt, keine Sorge. Und ich fand den mega schön. Und er hat auch gepasst. Dann habe ich ein grünes Oberteil mir gekauft. Das hat 20 Euro gekostet. Ich fand das so schön. Das war auch reduziert. Das ist so ein Mint, nicht Mintgrün, so Smaragdgrün. Ich vergesse immer die grünen Bezeichnungen. So ein Smaragdgrün mit einer Kapuze. Und ich liebe es. Oh, ich habe mich so gefreut über die ganzen Sachen. Dann, das war's, glaube ich, schon. Das ging aber relativ schnell, ne? Ein Pullover habe ich mir auch noch gekauft. Ich habe so einen ähnlichen noch daheim, aber ich wollte den unbedingt haben. Der hätte 20 Euro gekostet und sieht so aus. Der hat auch wieder solche, ich liebe ja sowas, solche Perlen drauf. Ja, so schön. Ja, ich war jetzt doch schneller durch, als ich gedacht habe. Hoppla. Ich habe ziemlich viel Kohle ausgegeben, aber es war ja minus 40%. Und ein paar Sachen passen mir gar nicht mehr. Die werde ich jetzt auch im Laufe der Zeit dann aussortieren. Wieder mal. Oder das, was ich gar nicht mehr trage. Ich trage eigentlich immer dieselben Sachen und das, was ich gar nicht trage, werde ich demnächst mal aussortieren. Ja. Ah ja, ich habe noch den Schmuck. Den hätte ich jetzt fast unterschlagen, Jovina. Den Schmuck habe ich ja auch noch. Ich habe mir für nächstes, dieses Jahr Weihnachten das hier gekauft. Auf das freue ich mich schon. Das war nämlich reduziert um 1 Euro. Ich habe auch ein, das ist nicht für mich, das ist für meine Arbeitskollegin. Die tragt immer nämlich so ein Dutt in der Arbeit und zu Weihnachten hatte sie solche Gummiringe drauf. Das muss ich ihr mitnehmen. Ich glaube, ich sehe sie aber erst nächste Woche wieder. Das nehme ich ihr mit. Das ist so geil. Das hat mir so gut gefallen. Ich habe das für sie mitgenommen. Dann habe ich mir noch Ohrringe gekauft, die ich eigentlich zu Silvester reingeben wollte, aber ich habe vergessen. Ups. Die sehen so aus. Das Blöde ist, dass sich das immer so ein bisschen verheddert. Die waren jetzt nicht reduziert, aber ich wollte die unbedingt haben. Ich muss auch meine Ohrringe mal aussortieren, gebe ich euch ganz, ganz offen und ehrlich zu. Aber ich fand die so schön. Die sind so schön. Ich bin eigentlich nicht so der Stern-Fan. Aber das Positive ist, wenn ich die reingebe, könnte ich Gold und Silber tragen. Das war nämlich mein Hintergedanke. Ich habe eine silberne Kette bekommen zu Weihnachten von meiner Schwiegermama, wenn ich sie schon so nennen darf. Und ja, und da würden die Ohrringe gut dazu passen, weil halt Gold und Silber mit drinnen ist. Das war nicht so deppert von mir, ne? So, ich schaue es jetzt zurück für den Händel, aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir hat's, ich fand es ein bisschen kurz, aber ich glaube, das ist vollkommen okay. Ich bin mit allen Sachen sehr zufrieden. Ich freue mich schon, wenn ich sie waschen kann. Heute muss ich hier wieder einen ganzen Wurf Wäsche waschen, deswegen wollte ich sie euch unbedingt zeigen. Es ist eigentlich relativ wenig für das, was ich ausgegeben habe, war es eigentlich nicht so viel. Ich liebe jedes Teil. Das muss ich euch, glaube ich, eh nicht sagen. Und ja, die Hose. Ich wollte eine zweite haben und es gab leider keine zweite schwarze Hose. Ich muss nämlich auch unbedingt Hosen aussortieren bei mir, weil die meisten passen mir gar nicht mehr. Auch Arbeitshosen brauche ich unbedingt neue. Aber ja, schauen wir mal, wie schnell ich da bin mit Quant kaufen. Wenn die jetzt wieder einen Lockdown machen, wird es eh wieder scheiße werden. Ich gehe jetzt in letzter Zeit öfter lieber Klamotten shoppen als Beauty-Produkte. Komischerweise. Weil beim Klamottenshoppen war ich ja mit meiner besten Freundin und wir sind da so eskaliert. Wir waren zuerst in einem Orsi, ich glaube in der SCN waren wir zuerst in dem Orsi drin. Da haben wir die ganzen, also zwei Garderoben komplett gebunkert und so viele Sachen probiert. Und danach waren wir dann, glaube ich, im Donauzentrum bei dem Orsi. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Aber ich freue mich schon, wenn ich die ganzen Sachen endlich tragen kann. Da bin ich echt schon gespannt.
Und ich freue mich schon richtig drauf. Ich habe mir das unbedingt kaufen wollen. Ich hoffe, ich hole jetzt nicht alles runter. Das wollte ich unbedingt haben, weil ich halt Lidschatten habe, die ich in dem Ton benutzen kann. Passt halt perfekt. Ich wollte die eigentlich verbrauchen, aber ich glaube, ich werde die doch noch aufheben. Ich weiß, ich bin dämlich. Aber ich habe so viele andere Lidschatten, die ich noch verwenden kann. Zum Beispiel für die Arbeit, da gehen die ja schneller leer, deswegen. Ja, aber ich bin wieder in diesem Petrol, also in diesem Trip von dieser Farbe. Da brauche ich noch mehrere Sachen. Ich habe noch einen Pulli probiert gehabt, aber der hat mir nicht passt. Der war ein bisschen zu eng geschnitten. So, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen. Ich weiß, es war relativ kurz, aber das macht nichts. Ich bin ganz, ganz glücklich mit meinen ganzen Sachen. Ich hoffe, dass ich es bald mal schaffe, Outfit-Videos zu drehen. Ich weiß, da fragen mich jedes Mal Leute wegen den Outfit-Videos. Ich werde es versuchen. Spätestens, wenn es dann im Frühling schöner wird und ich ein paar Kilo weniger habe, was ich hoffe, was ich aber nicht glaube, dann fange ich damit an. Jetzt in letzter Zeit fühle ich mich nicht so wohl. Ich fühle mich auch mit diesen Kurzärmchen nicht so wohl, aber shit happens. Selber schuld, würde ich sagen. Ja, egal. Und wir sehen sich dann im nächsten Video. Ich bin unbedingt das Video jetzt beenden. Ich glaube, man merkt es. Aber ihr könnt es mir ja gerne mal schreiben, welches Outfit ihr cool findet, das ich mir hier gekauft habe. Und dann sehen wir sich im nächsten Video wieder. Bye!